So, sehr schön. Ich ahne nichts Gutes. Aua, war das laut. Sorry, aber das war irgendwie ein bisschen unbeeindruckend. Ach du Scheiße. Wow. Fuck! Ach, Scheiße! Aber du bist der Letzte, ne? Oh, das war ein schicker, schöner Schuss. Schön in die Brust rein. Aber schon krass, dass man hier so zu einem Mörder wird. Ich meine, klar, es sind Schatten, aber hey, es waren mal Menschen. Man könnte sie ja einfach nehmen und nach Jamaika verschleppen. Und da das Böse aus ihnen raus extrahieren. Mit ganz viel Weed und Gras und alles andere. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Jetzt wird's knifflig. So, jetzt muss ich auf jeden Fall darüber. Aha, genau, und jetzt hier Treppe hoch. Und dann wieder das Ding bewegen. Genau. Genau. Ja. Was ist das hier? Ah, okay. Genau so. Sehr gut. Dann kann ich hier nämlich wieder hoch. Oh, ich bin clever. Ich bin ein cleveres Kerlchen. So. Jetzt kann ich hier lang und hier nochmal hoch und da ist wahrscheinlich noch irgendwo so ein... Unnötig. Oder ist es da unten drin? What the fuck? Autsch. Ah, okay. Ich verstehe. Aber wie lasse ich die Leiter darunter? Vielleicht muss ich irgendwas abknallen oder so. Wäre ja eine Idee. Das Ding ist schon an. Es ist alles so. So krank. Vielleicht, wenn ich dahinter gehe? Ah, genau. Sehr gut, dann hier runter und mit dem Ding kann ich es dann wieder bewegen und zwar auf die finale Endstufe. So, und jetzt kann ich dank dieser Leiter hier wieder hoch. Ach ja, alles doch nur ein Rätselspaßspiel mit ein bisschen Action, Schatten, Dunkelheit und Liebe. Okay. Checkpoint erreicht. Ah. Mal schauen, was so draußen auf mich wartet. Alles klar, wieder treten. Das ist ein bisschen Kampfsport hier. Dein Ernst, das sah jetzt irgendwie voll unspektakulär aus. Wirklich. Wie komme ich da am besten hin? Ich schau mal gerade oben, was da ist. Ich meine, wir haben ja Zeit. Nein, eigentlich nicht. Wir sollen uns hier beeilen. Aber hey, ich hab Zeit. Ich meine, wir wollten sie ja eigentlich loswerden. Oh, Manuskriptseite. So.
Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.« What the fuck? War Anderson nicht dieser Typ mit diesem behinderten Bein? Ich meine, das war der. Ja, das dürfte er gewesen sein. Oh Mann. Es war so klar, dass der noch so, naja, eine extra Behinderung bekommt. Seine dunkle Seite ist auch behindert. Krähen! Euer Ernst? Oh shit. Oh Scheiße! Okay. Schnell hier. Zack, Generator anschmeißen. So, jetzt haben wir zumindest mal Licht hier. Und einen Kontrollpunkt somit auch. Oh, nee. Bei der letzten ging es schon schief. Warum treffe ich eigentlich den Typen immer, wenn ich mit einer Seilbahn fahren muss? Das macht er doch extra. Der will mich loswerden. Der will das Weib behalten, die Manuskriptseiten dann irgendwie aufsammeln da unten irgendwo, wenn meine Leiche da liegt. Eigentlich gar nicht mal so dumm. Wirklich nicht. Oh Gott, ich höre sie schon. Ich höre sie. Okay, direkt vor mir. Verpisst euch. Ich sag es nicht noch einmal. Wow! Es sind einfach so fucking viele. So. Oh Gott, das ist doch... Und da? Okay, ich glaube, ich habe es gleich überstanden. Nur noch ein kleines Stück. What the fuck? Okay, komm. Du schaffst das. Wir kriegen das nicht so ganz hin. Aber immerhin sind wir auf der anderen Seite. Das ist doch schon mal positiv. Sehr schön. So. Batterien setzen wir mal nicht ein, die regeneriert sich hier noch. Klar, wofür Holzfäller, wenn wir hier die Dunkelheit haben können? Oh, Scheiße. Wow, war das knapp. Holy shit. Hat die Dunkelheit das Ding jetzt wirklich in meine Richtung geschmissen? Ich meine, von wo kam das denn? Ach Gott, wie lange ist denn das noch? Ja, wir sind, ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Oh, was haben wir denn hier? Ein Jagdgewehr und Jagdgewehrmunition. Und wir machen uns mal lieber aus dem Staub. Ich krieg Schiss hier. Fuck! Oh, warum laggt es gerade jetzt so krass? Bam! Jagdgewehr ist doch nicht so schlecht. Nee. Im Gegenteil, sogar sehr gut. So, Cauldron Lake. Aber ich muss zum Mirror Peak. Und das wird wahrscheinlich da vorne irgendwo sein. Okay, schon wieder eine Brücke. Wow! Okay.
You can do it, bro. Ganz ruhig. Ja, klar. Oh, scheiße. Ah, ist der hinter mir auch verbrannt? Da kommt was? So, Batterien sind einges... Ah, fuck! Fick dich doch! Ey, wie der zerfetzt ist! Krank! Aber gleichzeitig auch geil. Friedhof? Nein, nicht schon wieder Friedhof. Hey, da ist was. Okay. Eigentlich wollte ich die Session ja schon längst beenden. Ey, ohne Mist. Wenn das so weitergeht, spiele ich das Spiel durch. Oh Gott. Okay, eigentlich müsste ich auch bald essen. Aber ich könnte ja theoretisch pausieren. Das ist ja nicht... Aber ich habe beschlossen, hier die Manuskriptseiten werde ich nicht mehr lesen. Hier habe ich keinen Bock mehr drauf. Die geben mir sowieso kaum Informationen, beziehungsweise Spoilern, und dann ist der Überraschungsfaktor ja doch ziemlich klein. Und naja. Also lieber so. Komplett blind. Ich meine, ich brauche keine komplette Lösung hier. Mal schauen, können wir hier hoch? Und wenn ja, was gibt's dann? Wow! Du bist so intelligent. Klar, du triffst das eine Ding und das andere geht, bricht auch weg. Okay. Ah, schade, ist gar keine Tür. Aber da unten. Wieso eigentlich durch den Keller? You talk to me on TV. Tom. Tom. I miss you, Tom. Did you write this? Tom, 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 Tom. I curse. You're Thomas Zane. Tom, 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 Tom. What the fuck? CN? Tom Z. Hat diese Schlampe Tom umgebracht? Diese dunkle Schlampe? Langsam kommt das mir nämlich so vor. Revolver-Munition habe ich immer genug. Oh, fuck. Leuchtfackel. Stimmt, ich hatte ja eben die Leuchtpistole nur benutzt. Ich dachte, das wäre die Leuchtfackel gewesen. Da hatte ich eigentlich vor. Nur um die ein bisschen auf Abstand zu halten. Creepy. Wow, fuck. Wow, scheiße. Oh, fuck. Na, wie schmeckt euch das? Oh, scheiße! Ah, fuck! Bam! Das war mal wieder so eine schöne Kombi, ey. Ach so, Leuchtfackel haben wir ja nicht benutzt, genau. Da laden wir mal nach. Und hier auch auf jeden Fall. Mit einem Schuss kann man nicht viel machen. Ah, oh, scheiße, habe ich mich erschreckt. Puh, das war knapp. Hm. Aber okay, wir haben es durch dieses Gebäude geschafft. Hat jemand von euch eine Eingangstür gesehen? Was ist das für ein Licht? Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ja. Okay, auf zum Cauldron Lake. Manuskriptseite lesen wir nicht, kein Bock drauf. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Was denn? Wake! Seht ihr das? Ja. Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte!
Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht Was gewusst. Nicht? Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Moment. Oh, scheiße. Nein. Ich muss meinen Teamkameraden verraten. Oh, scheiße. What the fuck? Whoa! Aber immerhin habe ich es geschafft, die Leuchtfackel zu schnappen. Ich glaube, das hat mir gerade das Leben gerettet. Mehr oder weniger, ne? What the fuck? Nicht sterben. Yes! Und damit auch diese Folge beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich muss leider hier ausmachen, denn die Musik ist GEMA geschützt und tut mir leid. Bis dann, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.